Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes und zwar ein Opening. Und nicht nur irgendein Opening, sondern das Opening von der Rarity Collection 2. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Wie immer, ich weiß nicht alle Karten, aber ich weiß, dass ein paar Karten drin sind, auf die ich mich schon sehr freue. Unter anderem, ich brauche eine Appaloosa. Wie wär's? Wollen wir mal ziehen? Zunächst einmal, bevor wir es ganz aufmachen, wir sehen hier 9 in jedem Pack. Was eine kleine Veränderung. Das hier ist die Rarity Collection 1. Hier hatten wir noch 5. Hier haben wir 9. Also mehr Karten. Da sagt man doch nicht nein. Und, gefällt mir. Können hier schön rein, rauf, aufmachen. Let's go. Und ja, die Rarity Collection 1 war natürlich der Traum. Und die 2 sieht auch sehr vielversprechend aus. Und dementsprechend gucken wir das Ganze wieder hier im, wir sehen von der, hier schon vom Licht her, dieser 3D-Effekt. Ich mag es einfach. Ich mag Liebe zum Detail und die ist hier auf jeden Fall da. Hier auch. Ist das 25. Logo. Ah, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und oh, da haben wir sie. Oh. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hier kann wirklich alles drin sein. Also, für euch ist es vielleicht nicht so eine Überraschung für mich, aber für mich ist hier kann wirklich alles drin sein. Also, ihr wisst dann am Ende wahrscheinlich schon, was drin ist. Ich nicht. So. Besonders hier auch ist, jede Pack sind ja quasi Holos. Das bedeutet, alles klar. Oh, ich liebe die Rarity Collection. Ich habe jetzt schon Lust. Ich sehe, da ist eine Quarter. Ja, wir fangen an mit Rindbrum. Ja, auch hier drin, feierlicher Schlag. Gute Karte natürlich. Dann haben wir Chaosjägerin Super. Oh, die erste Ulti. Fusionsentsendung. Natürlich sehr gut für Branded. Und dann haben wir. Oh, Collectors. Collectors. Nochmal 60. Auch sehr gut. Kommt ja auch drin. Wusste nicht. Und Top. Oh, hübsch. Oh, wieder zum Beobachten hier. Das hier ist der Secret Rare Effekt. Und es ist quasi. Ja, doch. Es ist wieder der wunderschöne. Ich mag es ja eher sehr an den Speed Tour. Secret Rare Effekt mag ich sehr. Und wir haben hier Kauz und Schlossvogel. Ebenfalls hier drin. Und Fusionsentsendung. Und Retic Seal. Ach, krass. Ich wollte mich gerade fragen, was hat denn da eben so geschimmert an der Seite? Aber das war natürlich hier eben die Collectors Rare. Ja, cool. Ulti und Collectors Rare nehmen wir direkt mit. Und schon die ersten Highlights. Also, wir haben ja Karten drin, von denen ich wusste, dass sie drin ist. Also, Kauz wusste ich zum Beispiel. Aber Topf, nehmen wir mit. Seal, nehmen wir mit. Ich bin. Ah, jetzt wieder. Gute. Ja, alle guten Karten. Wir sortieren mal wieder zwischen gut und Karten, die man gerade nicht so braucht. Ja, okay. Einfach alle auf einen Stapel. So, dann Palorino hier in Super Rare. Das Besondere hier ebenfalls ist natürlich, das darf man nicht vergessen, jede Karte kann in jeder Rarität drin sein. Also jede Karte kann in Super Rare drin sein, aber jede Karte kann auch als Ultra Rare drin sein, kann aber auch als Secret Rare drin sein, kann aber auch als Ulti, Collectors oder natürlich als Quarter. Und ich glaube, wir haben da eine, denn es schimmert da. Ich vermute mal, das ist eine, aber wir gehen jetzt so Stück für Stück durch. Palorino, dann Pearly. Ja, wir haben hier Pearly-Karten drin. War auch schon angekündigt, dass wir eben Pearly-Karten bekommen. Sehr nice. Ich muss sagen, auch Pearly ist ein Deckthema, was gerade so unbedingt angeht vom Glitzern her. Also allgemein, was man so spielen kann, ist unglaublich. Also die haben wir wirklich alles. Die haben wir wirklich alles bekommen. Raikou, oh, Lichtverpflichtete bekommen wir auch. Das ist super. Lichtverpflichtete, gerade mit dem neuen Support, nehmen wir mit. Dann, oh, Illusion des Chaos. Ja. Super gute Karte. Ja, Seelen der Magier ist hier drin. Illusion des Chaos, dementsprechend auch. Macht komplett Sinn. Und jetzt haben wir hier eine. Oh, erste Warnung in Quarter. Es sieht schön aus. Es sieht schön aus. Es sieht sehr, sehr schön aus. Okay, also ich muss jetzt weitermachen, weil wir können uns jetzt nicht ewig aufhalten hier. nochmal Illusion. Oh ja, Illusion ist auf jeden Fall super gut. Und oh, Gefängnis. Unchained ist hier drin. Unchained ebenfalls hier drin. Und Fine Controller auch. Fine Controller in Quarter. Das ist eh. Das ist so. Also muss ja bedenken, ne? Also Fine Controller ist jetzt hier drin. Das heißt, man kann sie auch in Quarter bekommen. Das Besondere ist jetzt, also man sieht das vor allen Dingen in Feature Matches oder ähnliches, dass eben theoretisch jede Karte einfach voll glitzert. Und ja, jetzt geht's auch mit Fine Controller. Sowas ist einfach super, dass man eben hier die Möglichkeit hat, dann alles hier in einer unterschiedlichen Realität zu spielen. Denn ja, wenn der eine sagt, ey, ganz ehrlich, ich brauche das nicht so, ich brauche nicht so viel, dann nehmen wir halt einfach eben hier Super Rare. Und wenn man sagt, ja, ganz ehrlich, also ich hätte hier schon gern ein bisschen mehr, nein, dann kann man ihm das passende nehmen. Finde ich sehr gut, auf jeden Fall. Dann wir Exit Zugabe. Gute Karte, nehmen wir mit. Können wir auch hier haben, ist ab und an eine Seitenkarte. Oh, wir haben Fusion. Ganz klassische Fusion, auch sehr retro, muss ich sagen. Das gefällt mir, weil einfach eben Polymerisation, jetzt in verschiedenen Raritäten. Super. Wir haben Rettungskatze, finde ich auch gut. Oh, Exus ist das hier ebenfalls drin. Oh, das wird interessant hier, welche Deckthemen hier noch drin sind. Wir haben ja schon Unchained, wir haben hier Pearly und Exorcism. Interessant, interessant. Und wir sehen hier schon an der Seite, oh, Korallendrache. Das ist auch gut. Korallendrache, auch sehr gut.
Wir sind, glaube ich, an der Seite. Na, diesmal keine besondere Rarität. Aber ist ja nicht immer gegeben. Und auch hier nochmal. Ich muss zurück. Secret Rare Effekt. Oh, ich finde ihn so hübsch. Okay. Jetdrache auch hier drin. Blue Eyes, Leute. Für euch. Let's go. Hyperion hatten wir schon. Oh. Biestbewohner. Ebenfalls hier drin. Nehmen wir natürlich auch mit. Und mystischer Raumtaifun. Wir merken hier, hier haben wir alles drin. Also besonders natürlich. Man sagt ja, ey, das erste Set war so überwältigend, was kann hier alles drin sein? Und ich sag mal so, ne, man sieht's ja, ey, Blue Eyes ist ja komplett drin. Und wir sehen hier wieder eine besondere Rarität. Oh, ich liebe Rarities Collection, auf jeden Fall. Kalibernader Drache. Nice, auch hier drin. Interessant, interessant. Ja, Leute, das ist ja natürlich klar, ne. Das war bekannt, hier Super Rare jetzt auch, finde ich sehr gut. Das heißt, ey, Leute, ihr braucht einen. Holt euch ein, ganz entspannt. Und antimagischer Duft in Collectors. Ja, Leute. Ich meine, immerhin, ihr könnt auch einspielen. Das ist so gut. So, ich muss auf jeden Fall sortieren hier. Dann Garura, auch sehr, sehr hübsch, sehr hübsch. Oh, Rettungskaninchen. Das ist so hübsch und so toll. Ultimativer Schlecht, das ist auch drin. Antimagischer Duft nochmal und Rettungskaninchen. Oh, wir haben hier sehr viel. Also, man weiß, dass Rettungskatze hier drin ist. Oh, verbotene Lanze. Also, und ja. Wieder eine Quarter. Pearly, sehr gut. Pearly nehmen wir mit. Chaos Schlossvogel im alternativen Artwork. Bedeutet, also wir haben sie sowohl in den ursprünglichen Artwork. Wo ist er hier? Genau hier. Und auch im alternativen. Das ist cool. Vor allen Dingen dann halt auch wieder mit allen Raritäten. Ne? Und oh, ihr seht es schon. Ultigas Jägerin. Und dahinter haben wir eine Quarter. Wir haben eine Heretic Seal. Let's go. Oh, ist das hübsch, ist hübsch. Hallo, hier ist der Maurice aus dem Schnitt. Mir ist etwas aufgefallen und das möchte ich mal aufräumen. Ich habe es auch im Kommentar geschrieben, aber ich will das Ganze hier nochmal eben aufklären. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier ernste Warnung gezogen habe und natürlich super schöne Karte. Und das hier ist eine Quarter Secret Rare. Dann habe ich als nächstes Seal gezogen und ich habe gesagt, das ist auch eine Quarter Secret Rare. Ist es aber nicht, denn das ist eine Platinum Rare. Ja, die sehen jetzt so aus und wie kann man das Ganze unterscheiden? Denn vom Weiten jetzt so, wie ich es gerade hatte hier eben vor der Kamera, kann man das gar nicht so gut unterscheiden. Aber es sind doch deutliche Merkmale da. Denn zum einen haben wir natürlich selbstverständlich hier das Wasserzeichen drin. Wenn man hier mal reingeht, hier sieht man das Ganze. Hier ist natürlich 25 drin. Hier ist es drin. Das Ganze ist eben nicht in der anderen Karte. Wir sehen hier, hier ist das Ganze eben nicht drin. Glaubt mir, also ich kann das so oft drehen, wie ihr wollt, das Wasserzeichen ist hier eben nicht drin. Zusätzlich sieht man auch hier gleich den Unterschied und zwar hier die Techbox selber glitzert nicht, denn hier ist ja auch das Wasserzeichen drauf. Hier aber wiederum bei Seal sieht man das, die Effektbox selber glitzert, sieht man jetzt auch natürlich im Licht, doch da sieht man es, glitzert ebenfalls, das sieht, heißt also, es ist doch ein deutlicher Unterschied zu erkennen, wollte ich einmal aufklären, wie gesagt, ich werde jetzt die ganze Zeit im Video sagen, dass ich nur Quarter Secret Rares ziehe, das ist aber falsch, wie gesagt, hier kleine Korrektur, das sind Quarters eben mit dem Stempel und dem anderen Glitzereffekt im Vergleich zu eben der Platinum Secret Rare, wollte ich einfach mal erwähnt haben, damit ihr eben hier die Aufklärung habt, nicht, dass ihr denkt, ey, er hat doch die ganze Zeit was falsch erzählt, ja, habe ich, hier ist, wie gesagt, die Erklärung, wie es richtig ist. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Opening. Habe ich gesagt, dass es hübsch ist? Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, dass es hübsch ist. Oh, es ist. Ich weiß gar nicht. Also, ne, man kann ja, wie man sieht ja, ne, 2 in 1. Also man kann mehrere besondere Raritäten in einen Set ziehen. Okay, das ist. Cerulias, auch hier drin. Kräfteraum, ebenfalls hier auch drin. Ich weiß gar nicht, ne. Das war noch nicht bekannt. Dann Masquerade. Bekommen wir hier alle? Bekommen wir auf Despia-Karten noch mehr? Und Rettungskatze. Wir haben Rettungskatze bereit bekannt gewesen. So, machen wir weiter. Wir wollen eigentlich eine Appaloosa haben. Oh, Phantom Knight. Phantom Knight? Ist ja auch Phantom Knight drin? Was ist denn hier alles drin, Mann? Kräfteraum. Okay, Kräfteraum haben wir. Antimagische Duft. Haben wir das Playset komplett. ironisch. Polymisation in Secret Rare. Wie gesagt, finde ich super, dass man halt eben verschiedene Raritäten hat hier. Finde ich gut. Kräfteraum nochmal in Secret Rare. Und, Kauz und Schlossvogel. Gedankenkontrolle. Auch eine Karte, die sehr, sehr gut ist und die gerade auch immer unterschiedlichen Zeitpunkten sehr spielstark ist. Denn gerade Sachen übernehmen kann sehr gut sein. Gerade eine Appaloosa, die wir ziehen wollen, ist natürlich sehr stark, wenn wir das übernehmen würden. Dann haben wir Ritus und bläuiger alternativer weißer Drache. Finde ich auch cool, dass er hier drin ist. Also wir sehen hier, und wir haben eine Quarter. Okay, ich sollte aufhören hier. Das ist, jedes Pack ist ein Highlight, ey. Das ist wie Rarity Collection 1, einfach. Alle Karten sind ein Highlight. So, wir haben hier auf jeden Fall Mondeskälte, die auch immer mehr Play sieht. Also eine Karte, die immer mehr Play sieht.
definitiv gut, dass sie hier drin ist. Dann haben wir wieder Unchained hier drin. Trishula haben wir drin. Oh Gott, wir haben Collectors und... Also ihr seht es ja noch nicht ganz so ein bisschen. Collectors und Collectors. The End Punisher in Collectors. Und der ist auch hier drin. Das ist cool. Das ist cool. Erinnert mich jetzt sehr natürlich an die Punk-Karten. Sind die Punk-Karten vielleicht auch drin? Man weiß es nicht. Und wir haben als Quarter... Oh, Seelen der Raserei. Das ist hübsch. Passt natürlich auch super jetzt gerade, wo wir natürlich auch Jubel haben, wo man ebenfalls Unchained mit drin spielen kann. Labyrinth gab es schon, Unchained mit drin. Und Unchained kann man natürlich auch einfach so spielen. Ist natürlich so... Oh, oh. Einfach zwei... Warte, wir haben drei in einem Pack. Wir haben... Okay, wir haben... Es ist auch einfach... Oh, Twin Twister ist ja auch drin. Twin Twister, meine Freunde, Buch des Modus auch. Super gute Karten. Super gute Karten. Oh mein Gott, einfach... Oh, ich muss nochmal... Ist mir egal, ob das Opening jetzt hier so lang geht oder nicht. Oh, ich liebe es. Es sieht so gut aus. Es sieht... Ich muss es sagen, gerade bei Link sieht es auch super gut aus. Einfach zwei in einem Pack. Oh mein Gott. Ah, oh, das ist ja hier... Das ist super. Oh, was haben wir da? Sonne und Mond. Ah, interessant. Echt? Also, es ist interessant, dass wir die Auto drin haben. Dann haben wir Korallendrache nochmal. Goldsarkophag. Goldsarkophag? Ja, war bekannt. Goldsarkophag war bekannt. Oh, Aluba. Aluba war aber nicht bekannt. Wir haben hier wirklich die Branded-Karten drin. Und, ja, Brillia Planet. Ebenfalls eine Karte, die hier angekündigt wurde bereits. Aber natürlich super cool ist. Und ja, ihr denkt sich jetzt, ja toll, die ist ja hier ein Secret Rare drin. Nein, nein, wie gesagt. Jede Karte kann in jeder Rarität hier drin sein. Kann auch eine Super Rare sein, also super gut. Buch der Verfinsterung, tipptopp. Jetzt haben wir Buch des Mondes, Buch der Verfinsterung. Passt natürlich sehr gut hier rein. Und Seelen der Magier und Angriff der Lichtbrigade. Es sind wirklich Lichtbrigade drin. Okay, Seelen der Magier, super gute Karte, gefällt mir. Ach, also das wirklich, ach, ich mag die Karte einfach, die ist super gut. Wir haben auch den Illusion schon dazu. Jetzt will ich aber noch einen Applusa. Komm, ich will einen... Oh, ne, komm! Ja, Mann! Komm, Applusa, ein Quarter. Bitte, 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 bitte. Okay, komm. Superflinke. Okay, auch interessant, dass er hier drin ist. Dann haben wir Rettungskaninchen. Dann haben wir schweigsamer Schwertkämpfer. Ich meine... Schweigsamer Magier. Nee, ich glaube Schwertkämpfer. Egal. Ist auf jeden Fall, passt natürlich, ne? Yugi hat gerade die neuen Karten. Und dann haben wir Fine Controller und Ulti. Nein, Fan Controller und Ulti. Und dann haben wir dahinter in Quarter Exo Sister. Also Exo Schwester Pax. Oh, Fan Controller. Boah, der ist richtig hübsch. Seht ihr das? Oh, der ist richtig hübsch. Der ist richtig hübsch. Und dann haben wir noch Verbotene Lanze. Crystal Wing. Ebenfalls hier drin. Nett. Nehmen wir mit. Und Phantasma in alternativen Artwork. Wie gesagt, macht natürlich komplett Sinn, dass hier eben die Karten jetzt alle drin sind in ihren alternativen Artworks. Ich weiß gar nicht, wo die ursprünglich rausgekommen sind. Ich glaube, im Maximum Gold auf jeden Fall. Buch des Mondes. Dann haben wir IP Masquerainer. Alternatives Artwork. Natürlich super gut. Auch IP Masquerainer allgemein. Ne, eine super spielstarke Karte noch. Auf jeden Fall ein Tipptopp. Dann haben wir Ernste Warnung. Und dann haben wir... Oh, ein Secret Rare. Den nehmen wir natürlich mit. IP Masquerainer nochmal. Ein Ultra Rare. Omega auch hier drin. Ist halt die Frage, haben wir noch ein paar Omega-Gegenstücke? Also theoretisch drin. Nochmal Kaliber an. Ernste Warnung. Na gut, Omega ist auch sehr schön natürlich. Oh, da geht's. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die Hälfte ist oder nicht. Ich glaube nicht. Und oh, ja, es ist wieder geworden. Okay, okay. Ruhig, ruhig, Maurice, ruhig. So, wir haben... Oh, Bingo Machine! Das ist super gut. Also, wirklich, das ist super. Bingo Machine drin ist sehr schön. Dann haben wir ein Crystal Wing. Feierliches Urteil in Collectors. Oh, ich finde Collectors auch wunderschön hier drin. Und, Leute, Quarter. Oh, Superflink. Das ist aber Superflink. Oh, ich muss sagen, bei Link Monster kommt es noch fast besser zur Geltung. Und dann haben wir noch einen Planeten. Natürlich auch hier drin. Und Notfallteleporter. Leute, Notfallteleporter auch eine super gute Karte natürlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Den Punisher, den haben wir schon gesehen, dass er hier drin ist. Aber finde ich halt gut. Wir haben keinen Punk bisher gesehen. Also vermutlich ist Punisher hier noch drin. Also gehört auch nicht direkt. Noch eine... Oh, ja, Leute. Oh, mein gut. Oh. Ey, ihr macht mich fertig. Omega, Retic Seal finde ich auch immer noch gut. Lance, ja und. Oh, schon wieder eine doppelt. Dann eine Ulti und dann haben wir. Oh, schweigsamer Schwertkämpfer. Auch als Quarter. Oh, jo, zwei wieder. Gibt's da nicht? Pearly, das sieht so hübsch aus. Vor allem, ich mag die Akzente. Ich mag Akzente. Guck mal. Die ganze Karte glitzert, ne? Das ist natürlich cool. Aber hier,
die Katze nicht. Ich mag das voll. Ich mag das, wenn das so ein Detail ist, was so raussticht. Finde ich super. Wächterchimäre! Wächterchimäre ist hier drin. Warte, war das bekannt? Nee, war nicht bekannt, glaube ich. Wächterchimäre, richtig gut. Richtig gute Karte natürlich auch. Und ja, richtig gut, dass sie drin ist. Und Schädelmeister hier drin. Und Kartenschlesung. Schädelmeister ist hier auch drin. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall, wir haben ja in den anderen Set Ash und so weiter gehabt. Jetzt müssen wir natürlich alle Gegenstücke haben. Dementsprechend Ghost Ogre, wieder eine... Oh, ich kriege hier eine... Ghost Ogre ist hier drin. Weiß Urteil, gute Karte. Und wir haben Rettungskatze. Rettungskatze. Twin Twister and Secret. Oh, sieht so hübsch aus. Notfallteleporter. Wir sind auch so. Crosser Designator. Okay. Ey, Leute, ich stehe gleich auf. Es reicht jetzt. Oh, Crossout. Fehlt mir noch. Mir fehlen noch 3 Crossouts. Ey, bitte, komm, gib mir ein paar mehr. Oh, Nummer 38. Ebenfalls in the Hood. Nehmen wir doch mit. Und nochmal Moon. Nummer 38 auch. Karte, die jetzt gerade auch wieder sehr viel Spiel sieht. In Kombination dann eben mit Snake Eye. So weiter haben wir. Bläuäugiger Geisterdrache. Ja, okay. Ich meine, jetzt ja auch komplett für. Also Blue Eyes Fans. Ihr kommt auf eure Kosten, definitiv. Damit Trishula wieder auch super gute Karte. Ernste Warnung. Und wir haben wieder eine besondere Sonne und Mond in Ulti. Ist hübsch. Ist wirklich hübsch. Und dann haben wir Notfallteleporter. In Secret Rare. Dann haben wir Carlson, Raiko, Exorcister und Phantasma. Wie gesagt, ne, Exorcister scheinen ja wohl alle drin zu sein. Ich frage, ob wir auch Martha ziehen oder so. Also wir haben hier natürlich noch einige Packs. Und, oh, scheint diesmal Heimpack zu sein mit besonderer Rarität. Mensch, wir haben es aber auch hier echt. Das ist aber schade. Wir haben ja noch gar keine gezogen. Sonne, Mond, Exorcister, Parks und Crossout! Auslösungsinformant, der zweite. Wie gesagt, ich brauche noch 3. Dementsprechend, zweite Star, Buch der Verwünschung und Secondary auch natürlich sehr, sehr hübsch. Ernste Warnung, Planet, Chaos Anderen und Rafflesia. Die haben hier Trap Tricks drin. Haben wir ja auch Sarah drin. Das wäre natürlich interessant, wenn wir auch Sarah hätten. So wichtig hier, nicht, dass die Booster hier verschwinden hier. So, weiter geht's. Oh, wir haben noch ganz schön einige vor uns. Oh ja, und wir haben eine Quarto. Okay, Boost-Dueller. Ey, wir wollen noch eine Appaloosa. Warte, wir brauchen noch ein Crossout, ein Appaloosa. Ich bin happy. Ich bin... Na, ich bin nicht. Ja, ich bin... Okay, wir machen einfach weiter, bevor ich hier nicht... Oh, Rafflesia. Ja, Rafflesia in Super Rare hier jetzt auch. Mind Control und... Trollische Kung. Nee, Collectors. Ist gar keine Ulti. Collectors. Ey, ich mag auch... Ich mag diese... Oh, diese 3D-Effekt. Vor allem diese... Und wir haben hier... Trishula! Trishula! Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Cosmic Cycle auch hier drin. Let's go. Wir haben alle Zauber- und Feinkarten-Removals hier drin, ne? Wir haben Cosmic, wir haben Twin. Ja gut, Lightning Storm fehlt, aber das ist natürlich klar. Oh, noch ein Cosmic. Sehr gut. Also, wir kriegen ja alles. Wir kriegen ja komplett auf unsere Kosten hier. Perfekt. Dragoon! Okay, das ist... Dragoon ist hier drin. Okay, das kommt jetzt unerwartet, aber hey, super Karte. Nehmen wir Wächterschema aus. Super Karte. Und wir haben eine besondere Rarität. Phantasma. Ne, haben wir doch nicht. Phantasma. Masquerade in Secret Rare. Sieht auch sehr hübsch aus. Dann haben wir hier Fang Controller. Und dann haben wir Rindbrum und X-Zugabe und Angriff auf die Leibbrigade. Angriff auf die Leibbrigade. Finde ich super. Vor allen Dingen, oh, in Quarter. Oh, ich will. Oh, ist. Wir haben eine Collectors oder eine Quarter. Oder beides oder alles. Let's go. Unterdrückter Planet. Notfall-Teleporter. Top. Nehmen wir mit. Topf in Collectors. Ui. Oh. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Und. Noch eine Collectors. Palorino. Sehr schick. Und. Ja, Crossout. Crossout, der dritte. Und auch noch direkt hier in. Boah, das ist gut. Sehr, sehr hübsch. Nehmen wir doch mit. Brauch dich. So, jetzt habe ich meinen Playset komplett. So, ich bin zufrieden. Nein, Appaloosa. Ich will noch eine Appaloosa, please. Ja, wir haben noch, warte, wir haben noch 6 Booster. Komm, eine Appaloosa, bitte. Ja, Quarter. Oh, das sind, glaube ich, 2. Oh, das ist Weihnachten. Okay, weiter. Mr. Schramm Typhoon. Garura auch super. IP Mask Grain nochmal Ulti. Exorcister Pax. Wächter Chimäre. Immer Chimären-Deck. Natürlich super, super gut. Goldzer gefragt, super Flinker. Nochmal foolish. Ey, ihr merkt, ich bin... Luft holen. Sag ich noch, Luft holen. Cosmic Cycling. Super gut. Main Control. Und wir haben wieder eine Collectors. Ich glaube, ich tick aus hier. Nummer 60. Ohne Collectors Rare. Und zwar TG Billion. Buch des Mondes. Dragoon and Secret. So gut alles. Cosmic Punisher. Dragoon und Wächter Chimäre. Für mich eine große Überraschung.
Aber halt super gut hier auf jeden Fall. Komm, bitte, noch eine Appaloosa. Didi Krähe. Ja, schön. Didi Krähe fehlt hier natürlich drin. Didi Krähe nehmen wir natürlich auch mit. Alternativerweise Drache in Secret Rare. Rettungskatze in Secret Rare. Rafflesia in Ultra Rare. Ultra Rare. Und Aluba nochmal. Aluba ist auch interessant. Ah, ich weiß mal, dass Aluba rausgekommen ist. Vor allen Dingen, das können wir nochmal eben sagen. Ich dachte ganz lange bei Aluba, das hier ist sein Kopf. Und jetzt fragt ihr euch so, hä, ja, wo ist das Gesicht? Das habe ich mich auch immer gefragt, wo ist das Gesicht? Aber ich meine, da ist das Gesicht, ja. Er guckt einen ja an. Ja, ne, manchmal muss man auch ein bisschen gucken auf die Karten, ne? Ja, let's go! Okay, also, ja, und da ist wieder eine Collectors oder Quarter. Ja, ich habe alles, was ich wollte. Ich wusste nicht mal, dass Crossout drin ist. Hab meine drei Crossout gezogen. Ich brauche Appaloosa. Hab Appaloosa gezogen. Ja, was will man mehr? Appaloosa, Buch. Punisher, Kräfteraum in Ulti und Bingo, Bingo. Quarter, nehmen wir mit. Und Ghost Ogre nochmal. Oh, auch richtig schön. Pearly und Planet. Okay, ja, also ich bin super zufrieden. Ich bin sprachlos förmlich. Ghost Ogre haben jetzt auch ein Playset. Collectors Rare wieder am Start. Nehmen wir mit. Und Rishula in Collectors Rare. Meine Freundin hier drin. Mystischer Raum Daifu, Moon und dann sind wir beim letzten Pack angekommen. Es ist unglaublich. Und es ist nochmal eine Quarter. Ich kann nicht mehr. Twin Twister, super gut auch, ne? Also hier Twin Twister, super gute Karte natürlich. Fighting Controller auch gut, Omega auch gut und Rafflesia nochmal. Oh, hübsch. Nehmen wir mit. Buch des Mondes, verbotene Rasenheit, noch eine Appaloosa. Ja, so. Jetzt müssen wir ja mal irgendwie Richtung Recap kommen, auch wenn das ein bisschen schwer wird hier, weil einfach alles das Recap ist. Normalerweise macht man ja die Highlights. Die Highlights sind jetzt alle Karten, also gehen wir nochmal alle durch, ne? So. Schau, wir haben alle. So, wir haben zunächst. Warte, wir machen das jetzt Step by Step. So, erstmal ist natürlich. So, komm, Scharfstein bitte, danke. Erstmal natürlich, Exodus ist interessant, das hier drin ist. Also, finde ich sehr interessant. Pearly, wie gesagt, kennen wir, dass wir hier Aluba-Karten drin haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Fusion wir alle dazu drin haben und ob hier Branded Fusion drin ist oder nicht. Kann ich natürlich nicht sagen. Punisher, sehr nice, auf jeden Fall, dass er hier drin ist. Ebenfalls natürlich auch sehr cool, dass hier die lichtverpflichteten Karten drin sind. Finde ich super. Dann, wie gesagt, Masquerade haben wir hier drin. Dann haben wir natürlich hier Rafflesia, IP. Wie gesagt, IP wusste man ja, aber auch finde super, dass man halt in beiden Artworks drin hat. Ist super schön. Und dann haben wir hier, Seer, Soravis. Dann auch noch Fusionsansendung, natürlich eine super gute Karte. Und dann haben wir hier Korallendrache, was ist interessant? Allgemein, ne? Alternatives Artwork. Finde ich immer gut, wenn man hier beides drin hat. Definitiv. So, das ist hier. Oh, Dueller, den habe ich einfach hier an der Seite gelegt. Fang Controller natürlich auch eine super gute Karte. Und Parino auch. Tierelements natürlich auch ein Deck, was immer wieder auftaucht. Und dann kommen wir natürlich zu den anderen Stapel, der. Ja, der in sich hat, würde ich sagen. Da haben wir nämlich die Appaloosa, die ich haben wollte. dann haben wir hier meine Freundin, wie gesagt, Pearly Card. Oh, da ist noch eine Ulti, muss man rüberlegen. Dann haben wir hier nochmal einen Appaloosa. Nehmen wir natürlich Mind Control. Ich frage mich, ob hier Überläufer drin ist. Dragoon auch sehr, sehr starke Karte, dass hier nochmal drin ist. Garou natürlich auch tipptopp. Gerade für Superpolymerisation natürlich auch drin. Dann haben wir hier Wächterchimäre. Wieder auch Top-Karte, ne? Außer Frage. Dann hier Crossout. Ich lege mir meine Crossouts direkt raus, weil, wie gesagt, ne? Ich brauche drei. haben wir mal gut gezogen. Nochmal Wächterchimäre. Wir haben ja diverse Wächterchimären hier drin, muss ich sagen. Dann haben wir verbotene Lanze. Dann haben wir hier Seelen. War, wie gesagt, bekannt bereits, aber es ist nicht super gut, dass der jetzt hier ganz drin ist. Buch des Mondes. Ach ja, ich frage mich gerade, wo mein dritter Crossout ist. Aber das ist ja dann eine Quarter gezogen. Nochmal hier Lanze. Ultimative Schlechter, auch super gute Karte. Auch gerade gut eben für Seite-Karte. Zugangskodiersprecher auch natürlich eine gute Karte. Und natürlich auch das Unchained hier drin. Das ist natürlich die Frage, wie viel von den Unchained drin ist. Sind das nur die Link-Monster oder nicht? Man weiß es natürlich nicht. So. Jetzt werde ich erstmal erzählen, wie viele wir haben. Wir haben hier, okay, wir machen das gleich. Also wir gehen immer mal schnell Durchlauf durch und dann werde ich ihm einmal erzählen, wie viele wir haben. Also es glitzert auch alles, ne? Wir haben Wächterchemie, wir haben IP in Ulti, Crossout, wie gesagt, Crossout brauche ich noch. dann Top 4, Trischula, Feuerliches Begräbnis, Rettungskarte, Pearly, ich meine, die Karten sprechen für sich, sie glitzern vor allen Dingen für sich, das finde ich aber unglaublich. Und ich glaube, ich habe hier wirklich, also wenn ich das mal so sortiere nach Collectors, Ulti, also wir haben hier schon, warte, es ist immer so eine Sache zwischen Ulti und Collectors auf einen schnellen Blick, ist gar nicht so einfach immer. So, das ist nämlich zum Beispiel eine
Warte, das ist eine Ulti, ne? Ja. ja, natürlich, ne? Es ist nicht immer einfach zu unterscheiden. Man kann es eigentlich an den Rand sehr gut erkennen, sagte er und struggelte hier. So, so, das ist auch nochmal. Das ist eine Collectors-Konto. Das ist eine Ulti. Das ist auch eine Ulti. Das ist eine Collectors. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 3, 6, 8 Ultis. Dann nehmen wir mit. Nehmen wir mit, definitiv. Dann haben wir hier auf der anderen Seite 3, 6, 7 Collectors Rares. Und, oh, Quarters, ey. 3, 6, 9, 12, 15. Es glittert einfach alles. Es glittert einfach alles. Und ja, Crossout ist für mich natürlich jetzt hier so ein kleines Highlight. Einfach, weil die Karte mir noch fehlte. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall. Ah, Leute. Ey, wir bleiben die Worte weg. Es ist ein Erlebnis, dieses Set. Es ist ein Erlebnis, dieses Set zu öffnen. Und mir bleibt eigentlich noch übrig zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, mit Crossout oder mit Appaloosa oder irgendwas. Wie gesagt, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.